Ganz herzlich willkommen zu DOUDES 2015. DOUDES. Diese drei Worte, was bedeuten diese drei Worte? Sie kommen aus dem Latein und bedeuten, ich gebe, damit du gibst. Das bedeutet nicht, ich gebe dir etwas, um etwas zurückzubekommen. Ich kaufe was, erhalte Ware oder ich tausche etwas mit dir, sondern es bedeutet zumindest für uns, ich gebe dir, damit du etwas zu geben hast. Denn nur wer etwas hat, kann etwas geben. Und wer nichts hat, der kann auch nichts geben. Und dieses Motto der Heilertage im Chiemgau begleitet uns nun seit 8 Jahren. Vielen Dank. Ich bin Annette Müller, ich bin die Gründerin der ersten Klinik für geistiges Heilen in Deutschland. Angeschlossen an unser Institut ist die Heilerschule École Saint-Esprit. In unsere Klinik kommen Menschen aus aller Welt zu uns und sie suchen Hilfe durch die Kraft des Geistes, durch Handauflegen. Und was sie schildern ist, dass sie oft etwas erleben wie ein Licht, das ihr dunkles Schicksal erhellt. Zwischenzeitlich haben wir an der Heilerschule 90 Heiler ausgebildet. 40 sind weiterhin in Ausbildung und im November beginnen 2 neue Kurse. Wir werden also immer mehr. Herr Dr. Rüdiger Dahlke gehört zu den Menschen, die anderen einen Weg bereiten. Er ist ein Vordenker, er hilft beim Umdenken. Er hilft dabei, ein gesundes und ein gutes Leben zu führen, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen, für unsere Umwelt und auch für die gesamte Erde, unseren Planeten. Denn wir sind alle mit allem verbunden. Und darüber werden wir mehr hören im nächsten Jahr zu DOUDES 2016, denn wir konnten den berühmten Rupert Sheldrake gewinnen, am Samstag 2016 hier bei uns zu sein. Gestern Abend haben wir hier die Sehgespräche gehabt. Da ging es um einen Paradigmawechsel unter dem Motto Golden Mind, Golden World. Das bedeutet goldener Geist, goldene Welt. Und einen Paradigmenwechsel, also eine Änderung der Grundeinstellung, hat erlebt eine Absolventin unserer Heilerschule, und zwar die Journalistin Annette Bogbe. Als Skeptikerin, kommst du zu mir, bitte. Als Skeptikerin hat sie an der Ausbildung teilgenommen, mit dem Ziel, das Haar in der Suppe zu finden. Und ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir heute zum zweiten Mal aus unserem gemeinsamen Buch Amazing Grace, die neue Dimension der Heilung, lesen und auch dieses Buch jetzt dem Herrn Dr. Dahlke zu überreichen. Und ich freue mich, dass ich das machen darf, Rüdiger. Von ganzem Herzen. Danke dir. Und wir freuen uns jetzt auf Dr. Dahlkes Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Nimmst du nochmal ab, das Bild? Nimmst du nochmal. Gut. Ja, herzlich willkommen zu meinem Thema Geheimnis der Lebensenergie, was ja wunderbar hier hineinpasst. Das Wunder der Lebenskraft. Ganz in der Nähe angesiedelt, der Film am Nachmittag. Bei allen Heilungen geht es, glaube ich, letztlich um die Lebensenergie. Ah, wir sollten eine Tonprobe vorher machen, das war sie jetzt, oder? Habe ich vergessen. Gut, klappt das? Ist in Ordnung so? Könnt ihr das ein bisschen bestätigen? Ah, dort, ja? Gut. Ja, also das Geheimnis der Lebensenergie. Das ist ein Thema, was im Osten völlig populär ist. Der Osten hat überhaupt gar kein Problem mit Lebensenergie.
die sagen Qi und Qi, Tai Chi, Qigong und so weiter, Prana, die Lebenskraft, das gibt gar kein Problem. Wohingegen bei uns im Westen ist die Lebensenergie eine ganz, ganz heikle Geschichte, die, sobald sie erforscht wird oder von Menschen aktiv benutzt wird, relativ viel Widerstand auslöst. Widerstand, den man sich jetzt so im Osten überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil das für die selbstverständlich ist. Wenn wir bei uns die Geschichte der Lebensenergie anschauen, in unserer Kultur, dann stellen wir fest, dass das mit ziemlich viel Verwerfung geschehen ist. Schon Franz Anton Mesmer, der damit sehr viel Erfolg hatte in Paris, wurde zum Schluss in Schimpf und Schande davongejagt und hat alles verloren. Ansehen und auch seinen ganzen Einsatz. Wilhelm Reich, der hat ja viele Dinge sich geleistet. Ja, der wurde als Arzt dann Anhänger der Psychoanalyse, was erstmal ein Skandal war. Und dann wurde er auch noch Kommunist und hat mit Arbeitern Psychoanalyse gemacht. Das wurde ihm auch noch durchgehen gelassen. Aber wie er sich für die Lebensenergie interessiert hat, für Orgon, da hat ihn das in die Psychiatrie gebracht in den USA und wie er vorausgesagt hat, hat er das nicht überlebt. Die amerikanischen Forscher, die sogar von Ivy League-Universitäten kommend diese Energielücke in unserer Ernährung entdeckt haben, dass wir also viel mehr Energie verbrauchen, als wir über Nahrung bekommen. Das ist jetzt wissenschaftlich belegt und die Frage wäre, wo kommt diese Energie her? Das ist ungeklärt, aber die Wissenschaftler haben belegt, dass diese Lücke da ist, vorhanden ist und im Endeffekt sind die ignoriert worden. Da ist nichts weiter draus geworden. Der Nobelpreisträger Erwin Schrödinger hat sich ja nicht nur für Physik interessiert, sondern auch zum Beispiel für Ernährung. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass der Mensch ein Lichtsäuger ist, was ganz offensichtlich ist. Wir leben vom Licht der Sonne und der Energie der Sonne. Die nehmen wir die Pflanzen auf, wandeln die um in unsere Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, die wir wieder essen. Und selbst wenn wir Tiere essen, was ich ja gar nicht vorschlagen würde, aber wenn man das tut, aufgrund eines entsprechenden Bewusstseinsdefekts aus meiner Sicht, dann isst man immer noch Licht, weil die Tiere haben die Pflanzen ja aufgenommen vorher und im Endeffekt sind wir Lichtsäuger. Erwin Schrödinger hat das so deutlich gesagt. Der deutsche Physiker Fritz Albert Popp, der hat das übernommen und ist dann so weit gegangen, diese Lichtausstrahlung sogar zu messen. Ja, also alle organischen Gewebe strahlen Lichtenergie aus, Photonen. Er sprach auch von Biolumineszenz. Und das ist so der beste Zugang aus meiner Sicht zu solchen Dingen wie Frische. Ja, wir wissen ja alle, dass ein frisch gepresster Saft unendlich besser schmeckt als der beste Völkel-Demeter-Saft aus der Flasche. Und die Wissenschaft ist ja fassungslos vor diesem. Sie kann das ja überhaupt nicht erfassen. Für die ist da kein Unterschied dazwischen. Aber der Unterschied ist ganz sicher die Lebensenergie. Und Fritz Albert Popp misst sowas oder konnte sowas messen. Er hat Anerkennung gefunden in Japan, die ja sehr auf Frische stehen. Das Landwirtschaftsministerium arbeitet mit seinen Geräten bis heute. Amerikanische Universität Harvard hat ihn geschätzt und anerkannt. In Deutschland hat er von mittelmäßigen Physikerkollegen nur Gegenwind bekommen. Und ich habe mal versucht, vor 2 Jahren schon ihn zu kontaktieren. Da bekam ich einen Preis, diesen Mind Award, den er vorher gerade bekommen hatte. Und ich kenne ihn schon von vor 30 Jahren. Und ich konnte gar nicht an ihn rankommen. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist, warum die sich da so sperren. Und wie ich das Geheimnis der Lebensenergie geschrieben habe, war es mir noch ein dringenderes Anliegen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich gehört, dass er sich in die Demenz zurückgezogen hat. Und wenn man sein Leben, was so voller Schikanen war, von mittelmäßigen Geistern inszeniert, anschaut, kann man sich auch gut vorstellen, dass das da einen Zusammenhang gibt im Sinne von Krankheit als Symbol. Also Lebensenergie ist etwas im Westen Hochverdächtiges. Und trotzdem, auf der Ebene, ja, also wo man sich Essen bereitet, ist es jedem irgendwie relativ klar, dass da etwas ganz anders ist, als uns wissenschaftlich gesagt wird. Also er hat Dinge schon messen können, die wir gerade noch vielleicht so erspüren. Ich habe mal in einem Hotel ein Seminar, ein Wochenseminar gehalten, das auf den ersten Blick sehr schön ausgeschaut hat und auch die Nahrung war sehr schön. Das Gemüse war so bunt und farbenprächtig, ist einem direkt aufgefallen.
Und nach 3 Tagen haben die ersten teilnehmenden Damen gesagt, da stimmt was nicht mit diesem Essen. Und dann wurde das immer deutlicher und dann gab es so einen richtigen Aufstand. Was ist das für ein Essen? Ich da in die Küche, alles Tiefkühlkost. Und sensiblere Leute spüren das einfach. Die TCM sagt uns das, Tiefkühlkost ist kalt, tot. Wenn Sie die vielleicht abstellen könnten, die Handys. Ich warte da immer gern, bis die erste Katastrophe passiert. Es ist ja nicht nur für Sie peinlich, dass Sie sich für so wichtig halten, dass Sie hier Ihr Handy anhaben müssen. Das kann mal sein, wenn Sie natürlich Kinder zu Hause haben und der Babysitter nicht so ganz verlässlich ist, dass es nötig ist. Das sehe ich schon, die Ausnahmen. Aber Sie müssten auch bedenken, dass alle Menschen um Sie rum einen Schaden von Ihrem eingestellten Handy bekommen. Und zwar messbar. Wenn die eine Stunde im Kreise Ihres eingeschalteten Handys sind, können wir an deren Immunsystem feststellen, was für eine Belastung Sie denen antun. Also tun Sie es nicht. Dass Sie und Ihre eigene Gesundheit Ihnen egal sind, ist mir klar, wenn Sie ein Handy eingeschaltet haben. Aber denken Sie mal an die anderen. Das ist unzumutbar. Sage ich mal so ganz einfach. Dankeschön. Also es ist ja Eigenverantwortung, aber auch noch Verantwortung für die anderen. Gut. Und ich denke, es hat auch was mit der Lebensenergie zu tun, ehrlich gesagt. Es schädigt dieselbe. Es sind doch viele Erfahrungen, die wir haben. Ja, ich war jetzt da in Prag in diesen tollen Tagungshotels und so weiter. Alles Aircondition. Ich bin mir völlig sicher von meinem Gefühl, eine Luft, die aus der Aircondition kommt, enthält kein Prana mehr, keine Lebenskraft. So fühle ich mich da nach einem Tag. Nur das sind so große Säle, da gibt es nicht mal Fenster. Und es ist schwierig, wenn man einen Tag lang mit Menschen, die jetzt so engagiert sind und wie man Hunderte von Tschechen, gegen diese, wie soll ich sagen, tote Atmosphäre anreden muss, die in einem klimatisierten Raum herrscht. Sie kennen das sicher von Flugzeugen, wenn Sie länger fliegen, nach Indien oder so, nach 10 Stunden in so einer klimatisierten Situation, da ist einfach keine Lebensenergie, kein Prana drin. Wenn Sie sich mehr mit dieser Lebensenergie beschäftigen, was ja nicht nur über Ernährung geht, sondern über viele Möglichkeiten, zum Beispiel über den Atem, dann spüren Sie das im verbundenen Atem, wenn Sie plötzlich mal so einen Überfluss an Lebensenergie haben. Also das ist etwas, was wir spüren, aber nicht fassen können im Westen. Unsere Wissenschaft kann nicht sagen, was ist Prana. Wir sprechen von Sauerstoff. Wir wissen natürlich, dass der Sauerstoff auch ganz entscheidend ist für die Energievermittlung im Organismus. Ja, da gibt es ATP-Moleküle und so weiter. Also wir sind ja schon immer näher dran. Aber wirklich in den Griff bekommen, tun wir Lebensenergie nicht. Also Lebenskraft bräuchten wir. Sie könnte auch aus anderen Bereichen kommen. Zum Beispiel, haben wir gesagt, Luft, eigentlich fast wichtiger als Ernährung. Aber natürlich für uns nicht mit so viel Genuss verbunden. Aber warum reden wir von Luftkurorten? Manche, ich habe eine Zeit in Bad Tölz gewohnt, haben mir überhaupt nichts zu bieten außer Luft. Ja? Naja, ich bitte Sie, in Bad Tölz gibt es Wandelhallen, da laufen die Leute im Kreis und trinken jodhaltiges Wasser. Geht's noch? Ja, das ist sowas von aus der Zeit. Aber die Tölzer, clevere Oberbayern, haben sich jetzt zum veganen Kurort erklärt. Da haben sie wieder meine ganze Energie und Zuwendung. Tolle Idee. Jetzt gibt es wirklich Lebensenergie in Bad Tölz. Vegan, frische Luft, gute Energie. Also Luftkurorte haben schon einen Sinn. Die aus dem Ruhrgebiet haben das noch gespürt. Wir merken das auch. Ja, also wenn wir so aus Tamangar, das liegt halt auch außerhalb eines kleinen Ortes zwischen 2 Waldstücken, wenn ich da den ganzen Sommer über wirklich Lebensenergie getankt habe durch die Luft, durch dieses sehr, sehr gute Wasser, was wir da haben und noch aufbereiten, durch diese Ernährung, bei uns wird ja dann im großen Biogarten, der so eine Permakultur-ähnliche Geschichte ist, da wird ja dann ohne Maschinen gearbeitet, damit die Pflanzenwesen nicht verschreckt werden. Mit mir reden die Pflanzenwesen nicht. Ich gehöre leider eher so zu dieser Dumpfbacken-Fraktion. Aber die Gerti und der Paul, die sind da in Kontakt mit ihren Pflanzen. Und obwohl die keine Hybridpflanzen verwenden, nur so altes Saatgut, ja, mit einem hohen Genalter, was ich Ihnen ja auch empfehlen würde. Obwohl das so ist, haben wir ganz wunderbares Gemüse und wunderbares Obst dort. Und das wird mit Kupferwerkzeugen bearbeitet, weil Viktor Schauberger gesagt hat, dass das Kupfer besser ist als Stahl für die Erde.
kann man alles argumentieren und so weiter. Ich kann es nur in der Gesamtheit merken, das schmeckt sehr gut. Und die Erfahrung, können Sie auch machen, in der Daseinszeit, es ist relativ günstig möglich, das auch mal richtig kennenzulernen, eine Stunde mitzuarbeiten am Tag und in diese Welt einzutauchen. Gesunde Luft, keine Strahlung, da braucht man nicht sagen, machen Sie die Handy aus, die Handys gehen da eh nicht. Da bin ich heute froh und glücklich drum, ehrlich gesagt, dass wir da keinen Empfang oder ganz, ganz miesen Empfang an einigen Stellen haben. Also die Ernährung ist auf einem ganz optimalen Stand, wenn dann noch begabte Köche, wie wir sie Gott sei Dank haben und wie sie für die Daseinszeit kochen, da sind, dann kann man sehen, was Lebenskraft wirklich sein könnte. Dann haben wir noch Teiche, die mit natürlichen Bakteriensystemen stabilisiert sind, wo man im Körper warmem Wasser schweben kann, vielleicht eine Atemsitzung im Wasser machen kann, draußen 36 Grad, drinnen 36 Grad, dann kann man die Grenzen nicht feststellen, dann wird die Wahrnehmung grenzenlos. Dann diese Überschwemmung mit Prana. Also sind verblüffende Erfahrungen möglich im Reich der Lebensenergie. Und wenn ich dann nach 3 Monaten in Schwechat lande, in Wien oder in Frankfurt gar, dann bricht eine völlig andere Welt über mich herein. Und dann merke ich erst, was ich verloren habe. Ja, wenn ich es verlasse. So merke ich es gar nicht so, weil ich das nicht spüre. Mich können sie auf eine Wasserader setzen und ich schreibe da los und meditiere. Ich krieg's nicht mit. Gott sei Dank habe ich um mich herum Leute, die kennen das und sagen, du geh da mal weg, das ist der schlechteste Platz im Garten. Dann bin ich Gott sei Dank inzwischen so demütig genug, dass ich sage, okay, ich spüre es nicht, schade drum, wo soll ich denn hingehen? Ich muss ja nicht alles können. Das ist dann gut, wenn ich Leute kenne, die es können. Ja, das freut mich immer wieder, ich muss gar nicht alles können. Es ist doch auch schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mehr können. Ja, ist eine, würde ich den Männern auch raten, das kommt jetzt einfach. Die Frauen können jetzt einfach oft mehr. Ja, weil die haben ja eine schreckliche Zeit hinter sich. Ja? Die Frauenbewegung hat immer gesagt, man muss 80% besser sein, um denselben Lohn, dieselbe Position zu kriegen. Das weiß ich nicht mit den 80%, aber besser sind die geworden. Ja, die männlichen Jugendlichen überwiegen noch in der Hauptschule und in der Hilfsschule. Sonst hat sich das. Ja, also das ist ja schon beeindruckend. Wenn Sie nicht so starre Systeme haben wie in Deutschland oder Österreich, zum Beispiel in den USA, inzwischen haben Sie 60% der Doktorarbeiten von Frauen. 55% der Bachelor-Degrees gehen an Frauen. Und über 40% der Haushalte verdienen die mehr. Es ist eigentlich nicht ein Problem, obwohl inzwischen bei uns viele Beziehungen dran scheitern, wenn die Frau mehr verdient. Das ist schade. Also wo ist das Problem? Man könnte ja dann sogar profitieren. Ich habe mit der Rita eine Frau, die kann besser Auto fahren als ich. Das war am Anfang ein Schock. Ich fahre nicht so gern, aber halbe haben wir öfter, habe ich immer versucht zu machen. Aber wenn es dann schwierig zum Einparken war, hat meine Partnerin in der Regel gesagt, mach du das, will ich nicht. Und dann habe ich das gemacht, heldenhaft. Wenn ich versuche einzuparken, sagt die Rita, du, lass mich das mal machen, bevor das noch Kratzer gibt. Ich fahre so ein bisschen auf Anstoß. Bin ja leicht anstößig oft, musste ich mir schon sagen lassen. Die kann fliegen, ich bin schon mal geflogen. Ja, also die kann als Schweizerin natürlich fließen, verschiedene Sprachen, von denen ich auch schon mal gehört habe. Und wenn das Auto kaputt ist, die weiß, wie ein Motor geht. Ne? Also so irgendwie kann sie dann sagen, was es ist. Die macht mir die Computersachen. Ich kann drauf schreiben und mir die Bilder anschauen. Aber die Bilder posten könnte ich gar nicht, aber das macht sie. Und ja, also da gibt es viele Bereiche noch, wo sie einfach besser ist. Also sie ist Professor für Komplementärmedizin an der Uni in Bern. Ja, also ich habe schon mal mit Professoren geredet. Das ist eigentlich eine Chance, weil da ist ja dann mehr Energie sozusagen. Und das wäre eigentlich doch für uns wunderbar. In vieler Hinsicht machen wir das ja auch. Ja, wenn wir in einen Ashram gehen, dann wollen wir doch mit jemandem sein, einem Meister, einem Guru, wo wir hoffen, dass was abfärbt. Na, was ist denn das eigentlich? Das Wissen könnten wir aus Büchern lernen, das könnten wir aus uns von DVDs hören. Aber da kommt doch noch was anderes rüber. Warum hat man Lust, solche Leute zu treffen? Ich hatte immer solche Lust und habe das ja auch oft wirklich gemacht. Das ist einfach beeindruckend, neben jemandem zu stehen wie Herbert Pietschmann, diesem theoretischen Physiker der Uni Wien. Dem habe ich Seminare zusammen gemacht. Der war gescheit, der ist gescheiter. Der ist auch noch gebildeter. Das ist natürlich schon so ein bisschen verschreckend manchmal, wenn man sich so konzentrieren muss, und das, um das zu verstehen.
Aber es ist natürlich auch immer schön. Was färbt denn da eigentlich ab? Ja, wir hoffen sowas von dem Charisma. Aber was ist das eigentlich? Das ist die Ausstrahlung. Wahrscheinlich ist das etwas von seinem Licht. Und das schätzen wir doch so. Also da ist ein großer, breiter Raum. Trotzdem haben wir natürlich schnell die Tendenz, auf die Ernährung zu gehen. Im Westen jedenfalls. Da wird uns auch noch am wenigsten Ärger gemacht. Also wenn ich jetzt ein Buch schreibe wie Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung, riskiere ich mein Leben noch nicht. Wäre ich auch wahrscheinlich nicht in die Psychiatrie eingewiesen, weil es die Ernährung ist. Da dürfen wir das noch. Das ist ja ein Bereich, den die naturwissenschaftliche Medizin völlig praktisch außen vor gelassen hat. Ich habe mich früher immer geärgert, dass wir so wenig über Ernährung gelernt haben. Die Heilpraktiker viel mehr. Heute nicht mehr. Heute freue ich mich darüber. Weil was wir gelernt haben, war ja so falsch, dass ich froh bin, dass es wenig war. Ja? Weil das, was wir jetzt neu lernen müssen, mit dieser neuen Ernährungslehre nach Professor Campbell, nach Caldwell Esselstyn, John McDougall, das sind ganz andere Dinge. Ja, es hat einfach nicht gestimmt, was wir da gehört haben. Es ist ein Aspekt, auf Kalorien zu schauen, wenn man Soldaten im Krieg ernähren will und Studenten in der Mensa. Aber im Endeffekt gehört einfach so viel mehr dazu. Und das ist Lebensenergie. Und die können wir heute ganz gut messen. Also es muss frisch sein, es muss pflanzlich sein, das wäre wichtig. Es darf nicht genverändert sein, es darf höchstens getrocknet sein. Und dann wäre es ideal, wir würden es keimen lassen. Wir wissen heute viel und wir können das wissenschaftlich belegen. Und wir wissen auch, und das können wir noch nicht wissenschaftlich belegen, dass wir nicht nur Lebensenergie wollen, sondern auch Lebenswärme. Wir wollen uns nach dem Essen kuschelig warm fühlen. Ja? So eine Kürbissuppe, eine heiße, das wäre jetzt für manche gar nicht schlecht, die da sitzen. So ein bisschen frostig. Ja? Das wäre jetzt vielleicht besser als ein paar Stangen Sellerie, die nicht so viel Wärme enthalten. Also da müssen wir jetzt ganz auf die chinesische Tradition vertrauen, den gelben Kaiser. Der gelbe Kaiser, der hat ohne wissenschaftlichen Anspruch einfach schon gewusst, wo es lang geht und kann uns das sagen. Dinge enthalten verschieden viel Lebensenergie. Die Ausreden sind ein Riesenthema und die hindern uns, an unsere Lebensenergie dran zu gehen. Es gibt nämlich auch diesen wunderbaren Gegenpol. Männer vor allen Dingen, die überhaupt keine Motivation haben, sich gesund zu ernähren, aber immer gegessen haben, was ihre Frau kocht. Und jetzt das Phänomen erleben, dass sie nichts mehr kriegen, was nicht vegan ist. Ja? Also die werden plötzlich mit veganer Frischkost bedient, bekocht und sind total mufflig dagegen und wollen weiter ihr Schnitzel, ihre Wurst haben. Aber sie kocht es nicht, sie bringt es nicht mehr, sie kauft es nicht mehr, sie kocht es nicht mehr. Jetzt, was machen die? Und da kriege ich jetzt zunehmend Mails von solchen Männern. Ja, nein, die Mails, an die Sie jetzt glauben, gibt es auch, wo ich dann auch beschimpft werde, weil ich die Frau auf Abwege gebracht habe, ernährungstechnische, und sie jetzt leiden. Aber das sind gar nicht mehr viele, das werden also deutlich weniger, das war am Anfang stark, ja. Aber jetzt kriege ich Mails, zum Beispiel von einem Mann kürzlich, der dann schreibt, also ich war so dagegen, aber ich habe halt immer gegessen, was sie gemacht hat, jetzt habe ich es halt auch gegessen. Nach einem Vierteljahr hat er schon gemerkt, dass ihm viel besser geht. Nach einem halben Jahr hat ihm das bei einer Routineuntersuchung in der Firma der völlig erstaunte Internist bestätigt. Was ist denn los? Alles wieder in Balance? War er auch doch, er hat es ja auch schon gespürt, beeindruckt. Seine Frau hat dann gesagt, na lies mal nach, da könntest du sehen, woher es kommt. Hat er nicht gemacht. Hat ja auch so seinen Stolz. Ne? Aber nach einem Jahr hat er dann nochmal Peace Food gelesen und jetzt schon mehr. Und er schreibt mir jetzt, dass er ein Anhänger geworden ist und die Leute der Firma schon veganisiert. Und er schreibt auch ganz von den Socken, es stimmt alles, was da drin steht. Müssen Sie mir nicht schreiben. Ich schreibe es erst, wenn ich das weiß. Aber er ist ganz begeistert und es endet auch so nett. Er sagt, stimmt wirklich alles. Sogar die Durchblutung wird besser. Na, und wenn so ein Mit-50er sowas schreibt, wissen Sie auch schon, was jetzt wieder passiert. Also, es ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Es beginnt mit gar keiner Motivation, sondern mit Widerstand und Muffelei. Nur hat er kaum Ausreden.
Ja, das andere, der ist bequem und ein bisschen faul. Der hat keine Lust jetzt selbst einzukaufen, zu kochen. Ja, und dann ergibt er sich in sein Schicksal und schon nimmt es so einen gesunden Verlauf. Ja? Er schreibt auch in diesem Mail, dass seine Frau auch ganz glücklich ist, weil er jetzt schon nicht mehr rumlästert mit ihren spirituellen Übungen und so, macht er nicht mehr. Das ist halt immer der erste Schritt, man lästert nicht mehr, man macht dann mal mit, damit sie nicht so allein ist. Und dann kommt was in Gang. Zum Schluss wird er noch Lebensenergie spüren. Punktuell tut er schon wieder, weil die Durchblutung ja besser geworden ist. Ne? Wäre eben übrigens nebenbei gesagt natürlich aus meiner Sicht der genussvollste, schönste, beste Zugang zur Lebensenergie. Ja? Die Kundalini-Energie. Die kann man natürlich erleben, wenn man sich ewig schüttelt. Das haben wir ja in Pune gemacht bei Osho Bhagwan. Da hat sich bei mir nicht viel getan mit der Kundalini. Bei den meisten, die ich befragt habe, auch ehrlich gesagt nicht. Aber gibt da schon auch andere Möglichkeiten, ja, die zu lösen. Also nochmal die Einladung zu dem wunderbaren Film Das Wunder der Lebenskraft. Da können Sie das sehen. Da gibt es ja auch bei uns viele, die das schon tun und entsprechend ihre Lebensenergie anfachen auf dieser Ebene. Kundalini-Energie, Ki-Energie, Chi-Energie, Organ, Ot oder wie Sie das nennen wollen. Die Namen sind viele. Es ist diese eine Kraft oder Energie eben. Es gibt ein wunderbares Download dazu bei Amazon. Kostet nur 9 Euro. Nicht als Buch leider. Das heißt, unter Geiern auf den Hund gekommen. Eine wunderbare Fabel. Da können Sie diese Welt und nicht nur die Ernährungswelt, sondern die ganze Welt der Energien einfach viel besser verstehen danach. Ja, und auf eine spielerische Weise. Das würde ich Ihnen ja sehr wünschen. Das Leben muss ja schon auch wirklich Spaß machen. Dann fließt mehr Lebensenergie. Inzwischen wissenschaftlich bestätigt beim Lachen. Also Lachen entspannt Sie besser als eine halbe Stunde angestrengtes Entspannungstraining. Wenn Sie 2 Minuten lachen. Ja. Deswegen mir immer ein wichtiger Faktor, dass Sie auch lachen können. Und wenn ich so polarisiere, hilft es ja manchmal, dass Sie auch lachen können. Dann haben Sie auch gesundheitlich direkt was davon. Weil sonst ist ja das auf dem schrägen Stuhl jetzt nicht die optimale Übung, ja, um an Ihre Lebensenergie dran zu kommen. Aber Sie können natürlich auch tief atmen dabei, auch gut. Also, Peacefood ist eine, aus meiner Sicht, auch rückwirkend betrachtet, immer noch wunderbare Idee. Wir können Frieden schaffen. Inneren Frieden mit uns, äußeren Frieden mit den Menschen, vor allem mit den hungernden Menschen. Meinen Sie, warum die jetzt alle kommen? Weil sie da kein Futter haben. Sie finden nichts mehr zu essen in ihren Ländern. Und warum ist da Krieg? Na, weil wir seit Jahrzehnten Waffen dahin liefern, beziehungsweise die Deutschen ja, und die guten Freunde erst recht. Das hat den Grund. Und das kann man leicht voraussagen, und sage ich seit 30 Jahren voraus, das wird nicht gut gehen. Ja, wenn wir immer weniger werden und immer älter werden und immer reicher werden. Und die werden immer mehr, immer jünger und immer ärmer. Und dann werden sie noch so destabilisiert, wie das unsere guten Freunde ja routinemäßig machen, aus irgendwelchen Gründen, die ich gar nicht durchschauen muss. Aber ich sehe es ja und kann ihren Hunger nicht stillen können. Und dann sagen Sie mir mal, was an einem Wirtschaftsflüchtling so schlecht ist. Eine Mutter mit 3 Kindern, die nicht mehr ernähren kann, die muss weg. Das ist genau so ein Grund. Ich finde es noch den wichtigeren Grund, als wenn ein Gewerkschafter mit seinem Diktator Ärger kriegt. Ja, der wird ja bei uns aufgenommen als politischer Flüchtling. Warum nicht die Frau mit ihren Kindern? Und es ist jetzt viel zu viel und es sind Riesenprobleme. Ich verstehe ja, was Herr Seehofer sagt. Der hat ja auch irgendwie recht. Das ist eine Riesenüberforderung. Aber das haben wir seit Jahrzehnten angebahnt. Und das hätten wir wissen können, dass wir so ein Ungleichgewicht schaffen. Und die Lebensenergie hat immer die Tendenz, Ungleichgewichte auszugleichen. Ja, und die vielen armen, hungernden, oder nicht zurechtkommenden dort, Angst vorm Krieg habenden, und wir hier immer älter werdend, übergewichtig mehrheitlich schon, satt, immer weniger werdend, immer älter werdend, müssten ja fast froh sein, wenn Junge kommen, die sich hier integrieren, müssten wir halt was dafür tun. Ja? Es ginge ja. Wir müssen einfach mehr integrieren. Das ist das ganze Leben. Das persönlich auch. Am Ende müssen sie mit allen Lebensprinzipien ausgesöhnt sein. Sie müssen ihre Lebensenergie, ihre Lebenskraft in alle Urprinzipien, Lebensprinzipien reinfließen lassen. Zum Schluss müssen Sie sich sogar mit Venus aussöhnen. Ja? Da können Sie noch so katholisch sein und in Bayern leben. Ja? Das nützt nichts.
Das gehört auch dazu. Es muss genussvoll und schön werden. Ja? Um nur mal ein besonders schwieriges und schönes Prinzip anzusprechen. Da gibt es andere. Uranus, das ist der Witz, die Lebensfreude, das Außergewöhnliche, Verrückte, aus der Reihe tanzen. Müssen wir auch integrieren. Man kann schon am Fasching nicht mitmachen, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ja? Aber es bleibt uns ja gar nichts erspart. Wir müssen integrieren. Es geht um Lebensenergie. Wollen wir die fließen lassen? Es ist genug da, in jedem von uns. Und es ist für alle genug da. Jean Ziegler, der Schweizer UNO-Beauftragte für Ernährungsfragen, sagt, wir könnten 15 Milliarden Menschen spielend ernähren mit pflanzlicher Ernährung. Wir schaffen 7,3 Milliarden heute nicht und haben unendlich viele Kriege und ein Terror und ein Theater ohne Ende. Und dafür gibt es Gründe. Und insofern würde ich auch da sagen, einfach anfangen mit dem Frieden in mir. Es wird Ihnen Ihre Lebensenergie nicht nehmen. Also Sie merken an mir, dass ich mich immer noch gut werden kann und auch, wenn es nötig ist, auch austeilen kann. Ich habe natürlich auch einen guten Zugang zum Aggressionsprinzip. Warum nicht? Das ist eins von den Urprinzipien. Da gehört auch der Mut dazu. Und. Ja, und jetzt sitzen Sie, geht es Ihnen viel besser, sind Sie ehrlich. Wenn Sie da gestanden hätten die letzte Stunde, doof. Müssen wir nicht tun. Kleinigkeit. Es ist für uns genug da. Und genug Lebensenergie da. Und wie Sie sie entfachen wollen, also fangen Sie gerne auch mit Ernährung an. Da habe ich ja viel dazu geschrieben. Ich habe auch mal über Mythos Erotik geschrieben, aber das ist mein einziger richtiger Flop. Da will keiner lesen. Ne? Da ging es noch schneller über den Weg. Ne? Noch schneller. Ich finde es auch noch spannender, aber Geschmackssache. Die Geschmäcker sind verschieden. Also Peace Food. Das ist ein idealer Anfang und dann gehen Sie weiter. Probieren wir aus, ob vielleicht der Kleber im Weizen Ihr Gehirn verklebt. Wenn ja, lassen Sie es sein. Ja. Die Milch, das kann ich Ihnen sicher sagen, verschleimt Sie. Das brauchen Sie nicht. Lassen Sie es sein und genießen Sie das, was übrig bleibt. Ja, das ist ja auch das Schöne. Ja, das muss in den Alltag hinein. Und deswegen habe ich es gerade erschienen, auch sowas geschrieben wie Peace Food einfach vegan. Nee, Peace Food vegan einfach schnell. Es muss nämlich schnell gehen. Gerichte mit 20 Minuten, 25 Minuten, die trotzdem gut schmecken. Sie können nicht im dritten Peace Food-Jahr immer noch einen halben Tag mit der Ernährung zubringen. Das geht nicht. Ja, dann versäumen Sie andere wichtige Dinge. Und es muss total schön sein, anmachend, witziges Essen. Deswegen Peace Food Vegano Italiano. Stellen Sie sich vor, die Deutschen hätten die Spaghetti erfunden. Entsetzlich. Dann wäre das ein Block aus Pasta, ein Napf mit Tomatensauce, könnten Sie abschneiden, eintunken. Natürlich viele funktionale Vorteile. Diese ganze Schweinerei nicht mehr. Wir brauchen kein Lätzchen. Es geht schneller und es macht keinen Spaß. Ja? Also, Essen muss Spaß machen, muss gut schmecken. Ja? Und es kann. Ja? Im Geheimnis der Lebensenergie finden Sie auch 20 Gerichte drin von einer italienischen Kollegin, Mutter übrigens von 5 Kindern. Hat die alle gestillt und die Figur nicht ruiniert, so als Nebenbemerkung, ernährt die vegan und jetzt glutenfrei. Eine beeindruckende Familie, er Neurologe, sie homöopathische Ärztin, die hat die Rezepte gemacht, da ist eine begnadete Köchin, Christina Capelli. Also da können Sie sehen, Sie können wunderbar schlemmen, pflanzlich, vollwertig, glutenfrei. Es geht, wenn Sie es wollen. Und deswegen schließe ich jetzt auch mit einem Satz von Klaus Leitzmann. Das war so mein Ernährungsguru während des Studiums schon aus Gießen. Der hat immer gesagt, wer Wege sucht, findet Wege. Wer Auswege sucht, findet Ausreden. Ja, müssen Sie aber nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.